Werte Besucher, liebe Mitglieder, liebe Gäste. Als Vorstand der Royal Ottoman Society heiße ich Ahmed Hashim Harald Said Sie sehr herzlich willkommen zu unserem Abend, der unter dem Motto Deutschland und die Türkei in Geschichte und Gegenwart steht. Die Royal Ottoman Society hat sich den Einsatz für die Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben und insbesondere darauf hinzuweisen, wie und mit welchen Grundsätzen im Osmanischen Reich es möglich war, dass viele Völker in einem Staat zu einer Gemeinschaft vereint wurden. Als wir die Absicht fassten, diesen Abend zu veranstalten, war die Gegenwart, die Welt noch eine andere als heute. Seither hat Russland die Ukraine angegriffen und damit stellvertretend die gesamte westliche Hemisphäre, innerhalb derer wir uns hier befinden. Dieser Angriff und seine Wirkungskette, die von den Akteuren in Gang gesetzt wurde, sind das Gegenteil von Völkerverständigung. Und somit zeigt sich heute mehr denn je, wie wichtig es ist, den Gegenüber in seiner Selbstwahrnehmung zu verstehen und zu respektieren, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Wir möchten vor diesem Hintergrund die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei beleuchten und deren Wurzeln in der Geschichte verstehen, sowohl in der Zeit, als in beiden Ländern Republiken gegründet wurden bis heute, in Deutschland für kurze Zeit unterbrochen durch das Nazi-Regime, und als auch davor in der Ära des Osmanischen Reichs und den Monarchien in Deutschland. Und ganz besonders wollen wir die Zeit betrachten des Deutschen Reichs und der Ära der wilhelminischen Kaiser. Ich freue mich sehr, unsere Experten der Gesprächsrunde zu diesen Themen willkommen heißen zu dürfen. Zuerst begrüßen wir Herrn Thomas Weiberg, Historiker aus Berlin, der sich intensiv mit den Beziehungen zwischen dem Osmanischen und dem Deutschen Reich beschäftigt hat und dazu auch einige Publikationen veröffentlicht hat.
zuletzt und aktuell sein neuestes Buch Kaiser und Sultan, Orientpolitik zwischen Wunsch und Wirklichkeit, das wir Ihnen heute auch vorstellen werden. Stellen Sie doch auf. Das kannst du uns ja mal sparen hier heute. Okay. Volker, dir bleibt hier nichts erspart. Ja. Als zweiten Gast begrüßen wir Herrn Volker Czapke, Ehrenpräsident der Preußischen Gesellschaft zu Berlin-Brandenburg. Der ist das nächste Mal, dass er da mal auf dem Stuhl sitzen darf. Nicht auf so einem tiefen Sofa. Guten Abend. Herr Czapke war 20 Jahre lang Präsident der Gesellschaft und ist bis heute aktiv in internationalen Konsultationen und folgt Einladungen in und Ausland. Und last but not least, begrüße ich unser Mitglied und Vertreter unserer österreichischen Sektion, Hamsa Roland Ehmeier aus Wien, als Experte für die Habsburger Monarchie und als Moderator der Gesprächsrunde. Mit besonderer Freude begrüße ich, lieber Albeck Effendi, dich als unseren Ehrenvorsitzenden. Du verkörperst die osmanische Kultur mit Leib und Seele und bist unsere Inspiration und Leitung. Danke dafür. Und wir freuen uns auch, heute die Frau Marianne Bade unter unseren Gästen zu haben, als Vorsitzende des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog. Und gut. Mit dieser kleinen Einleitung möchte ich auch schon schließen und übergebe das Wort an unseren Freund Hamsa Ehmeier. Guten Abend, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte eine kleine Einleitung machen. Des Osmanischen Reiches mit dem römisch-deutschen Königreich, Kaiserreich ein bisschen aufzulisten, als Einstieg in deren die genauere Betrachtung der osmanisch-deutschen Beziehungen in der preußischen Zeit und später im Deutschen Kaiserreich. Was das jetzt mit dem Rückkopplung? Schlecht. Der muss mein Mikrofon ausmachen. Beginnen möchte ich mit, sagen wir so, 1369 haben die sich immer weiter ausdehnenden, expandierenden Osmanen Edirne zu ihrer Hauptstadt gemacht. Kurz darauf, zwei Jahre später, haben sich die Nachbarn am Balkan immer mehr bedroht gefühlt von den Osmanen, die immer mächtiger geworden sind, die immer mehr die griechischen Teile des ehemaligen und des noch existierenden Byzantinischen Reiches sind schon Teil des Osmanischen Reiches geworden, und die dort lebenden Griechen waren nicht wirklich unzufrieden mit den neuen Herrschern. Sie haben teilweise sogar mehr Freiheiten gehabt als in der byzantinischen Zeit, wo die Städte, wo Bischöfe geherrscht haben, im Konkurrenzkampf, in teilweise wirklich militärischen Kampf mit den Klöstergemeinschaften gestanden sind, und darum haben sich dann um 1369, 1370 einige südserbische Fürsten mit dem König von, mit dem Zaren von Bulgarien zusammengetan und haben eine Koalition gebildet, um die
Osmanen sozusagen Einhalt zu gebieten. Es kam 1371 zu der Schlacht von Maritsa, wo die serbisch-bulgarische Koalition eine furchtbare Niederlage erlitten hat. Die Bosnien, die serbischen Brüder, die das angeführt haben, sind beide gefallen in der Schlacht. Und der Sohn vom König von Südserbien, einer der beiden Toten, also einer der beiden geopferten Führer, die fielen, und auch der Zar von Bulgarien wurden im Anschluss Vasallen des osmanischen Sultans. Kurze Zeit später kam es zur Schlacht auf dem Amsfeld, das ist unweit von Pristina im heutigen Kosovo. Damals haben sich die mittelserbischen Fürsten zusammengetan und gemeinsam mit dem bosnischen König die Schlacht ausgefochten am Amselfeld. Gegner war damals Sultan Murad I. selbst mit seinen beiden Söhnen. Die Schlacht war bitterlich. Beide Führer fielen, sowohl Fürst Lazar auf serbischer Seite als auch Sultan Murad fielen in der Schlacht. Es gab keinen eindeutigen Sieger, aber nach dieser Schlacht war praktisch mehr oder weniger der serbische Widerstand gebrochen. Und alle mit der Zeit sind alle serbischen Fürsten Vasallen des Sultans geworden. Der Sohn von Sultan Murad, Bejazid, ist sozusagen der Nachfolger gleich direkt geworden und hat alle bis an die ungarischen Grenzen alles mehr oder weniger beherrscht. Es hat zwei serbische Kleinfürsten noch gegeben, die sich nicht untergeordnet haben, aber sonst war alles eingegliedert in das Osmanische Reich. Damit kommen wir zum ersten Mal, wo ist Deutschland, das Deutsche Reich, also das römisch-deutsche Reich damals, damit in Berührung gekommen. Der Kurfürst von Brandenburg, Sigismund, aus dem Haus der Luxemburger, der in Nürnberg geboren war, ist damals kurz vor der Schlacht am Amsfeld zum ungarischen König gewählt worden. Und der sah plötzlich die Osmanen an der Südgrenze seines Reiches und er hat versucht, überall in Europa zu einem Kreuzzug gegen die Osmanen aufzurufen. War ziemlich lange unterwegs. Also man muss sagen, die familiäre Einbildung, sein Vater war Kaiser, war deutscher Kaiser, sein Halbbruder Wenzel war später nach dem Vater römisch-deutscher König. Er hat sich nie um die Kaiserkrönung bemüht. Also er war damals der Herrscher des römisch-deutschen Reiches und der jüngere Bruder war König von Ungarn. Und er hat praktisch Verbündete gefunden, der Herzog von Burgund und einige hochrangige französische Adeligen, der Marschall von Frankreich und so weiter, haben sich zu einem Kreuz zusammengefunden, sind nach Ungarn gezogen, haben dort gemeinsam mit Sigismund die Stadt Nikopolis angegriffen, sie belagert zwei Wochen. Nach zwei Wochen ist Sultan Bejazid selbst gekommen, um dazugestoßen und weil sich die burgundisch-französischen Ritter nicht an die Anweisungen des doch relativ erfahrenen Königs Sigismund, trotz seiner Jugend erfahrenen König Sigismund gehalten haben, ist das in einer Katastrophe geendet. Die ganzen burgundischen französischen Ritter sind gefangen genommen worden und später gegen teures Lösegeld wieder freigelassen worden. König Sigismund konnte fliehen und zwar mit Hilfe zwei junger Brüder, der Söhne des Burggrafen von Nürnberg. Und zwar waren das der Friedrich, die zwei jungen Brüder waren der Johann und Friedrich von Hohenzollern. Damit haben wir auch die Brücke geschafft zu Preußen später.
Der Johann war der Schwager des von König Sigismund und der die Schwester, die jüngere Schwester von Sigismund geheiratet gehabt, und das, die beiden noch relativ, also eigentlich noch Kinder waren. Und der ortsansässige Graf von Chili hat die drei sozusagen über die Donau gerettet, und gerade Johann hat den König von Ungarn dabei auch direkt das Leben gerettet, und so ist dem König von Ungarn die Flucht gelungen. Aus Dankbarkeit hat dann der, wie Sigismund später Kaiser geworden ist, hat er dann seinem hat er den Friedrich von Hohenzollern dann die die Brandenburg ihn mit Brandenburg belehnt und ihn später auch noch die erbliche Kurfürstentum von Brandenburg übergeben oder verkauft. Und auch der Graf von Chili wurde immer wieder bevorzugt von Sigismund. Sigismund hat sogar dann die jüngste Tochter geheiratet von Grafen Chili. Und so haben wir die erste, das war sozusagen der erste Kontakt der Hohenzollern mit dem Osmanischen Reich. Also Sigismund hat dann versucht, einen neuen Kreuz zu organisieren. Dazu ist aber nicht gekommen. Es war dann auch, der 100-jährige Krieg hat in Frankreich wieder angefangen. Sigismund selbst hat Probleme mit den Hussiten bekommen. Und auf der anderen Seite hat Beyazid ein ganz anderes Problem, viel größeres Problem bekommen. Timurlenk ist vom Osten her ins Osmanische Reich eingefallen und hat ihn gefangen genommen. Und dadurch hat sich die Konfrontation zwischen römisch-deutschen Reich und Osmanen aufgeschoben für eine längere Zeit. Nachdem Kaiser Sigismund dann viel später, also später ist er Kaiser geworden, also 1437 gestorben ist, und er hat keinen männlichen Erben gehabt, ist sein Schwiegersohn Albrecht von Habsburg zum neuen König von Ungarn und zum neuen römisch-deutschen König gewählt worden, und dessen erste Initiative war, gleich gegen die Osmanen zu ziehen, nach Ungarn zu gehen und die Osmanen zu ziehen. Lange hat es nicht gedauert, er ist gleich am Beginn des Feldzugs an der Ruhr gestorben, und damit war die Sache schnell wieder zu Ende. Er hat einen ungeborenen Sohn gehabt, der kurz nach seinem Tod erst geboren worden ist, der als Urmal König von Ungarn geworden, der Ladislaus. Als Regenten kam es zu Streitereien zwischen den ungarischen Adeligen, und das war, dadurch haben die ungarischen Adeligen haben dann nochmal zweimal das Osmanische Reich angegriffen, aber sowohl in Varna als auch nochmal am Amselfeld verloren, und Sultan Mehmed Fatih, der damals Sultan war, hat sowohl mit den Ungarn und andererseits auch mit der Republik Venedig Friedensverträge geschlossen, um den Rücken frei zu haben für sein großes Ziel, die Eroberung von Konstantinopel, die ihm dann auch 1453 gelungen ist. Römisch-deutscher Kaiser, König und später auch Kaiser war der junge Vetter von König Albrecht, Friedrich III. Und als der informiert wurde über den Fall von Konstantinopel, hat er mit einem lateinischen Sprichwort geantwortet, das später halt eingedeutscht in einer Operette vorgekommen ist, das übersetzt heißt: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Also er hat damit, man hat ihm vorgeworfen, ein bisschen fatalistisch zu reagieren, also er hat gar nichts unternommen. Und auf der anderen Seite, Friedrich III. War sehr ein gläubiger Mensch, er hat einfach das akzeptiert und gesagt, das kann man jetzt nicht ändern, das ist einfach so jetzt. Zur ersten direkten Konfrontation dann mit zwischen römisch-deutschen und den Osmanen kam es dann erst mehrere Generationen später. Und zwar ist 1520 sind sowohl der 20-jährige Habsburg Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden,
als auch der 26-jährige Suleiman ist Sultan, osmanischer Sultan geworden. Damals herrschte in Ungarn ein 14-jähriger König, dessen Vater gerade gestorben ist. Und wieder mal kam es um die Regentschaft zu kämpfen zwischen den ungarischen Adeligen. Es ging drunter und drüber. Und in diesem drunter und drüber wurde der osmanische Botschafter, den Sultansthronbesteigung vom Suleiman berichten sollte, wurde getötet. Und die Ungarn in ihrem gerade aufständischen Temperament haben aufgehört, die Steuern, die sie eigentlich Teile davon an die Osmanen gezahlt haben, haben aufgehört, diese Steuern zu zahlen. Daraufhin hat Sultan Suleiman ist Richtung Ungarn gezogen und hat die große Festung Belgrad eingenommen. Ja. Das hat natürlich Lajos, der junge König, ziemlich wehgetan sozusagen, und er hat dann kaum 20 Jahre kurz darauf, hat er versucht, gegen den osmanischen Herrscher eine Armee aufzustellen, hat seine Schwäger, also die Brüder seiner Frau, das waren damals eben der Kaiser Karl und dessen Bruder Ferdinand, versucht, um Unterstützung zu bitten, aber die hatten andere Kämpfe, der Kaiser kämpfte gegen Frankreich, auszufechten, und so ist er alleine losgezogen, der 20-Jährige mit ziemlich schlecht ausgerüsteten Herr, und erst in der Schlacht hat eine Niederlage einstecken müssen und ist selbst ertrunken im Fluss, und darauf ist wieder, ich habe es zuerst erwähnt, sein Schwager Ferdinand war mit seiner Schwester verheiratet, er selbst war mit der Schwester von Ferdinand verheiratet, und es gab sozusagen gegenseitige Erbschaftsverträge. Das heißt, das Königreich Ungarn ist hier mit dem Habsburger Erzherzog Ferdinand, dem Bruder des Kaisers, zugefallen, was die ungarischen Adeligen aber so nicht akzeptiert haben. Und es kam zu Aufständen gegen die Habsburger, und beide Seiten, sowohl Ferdinand als auch die ungarischen Adeligen, haben versucht, die Unterstützung von Sultan Suleiman zu bekommen, weil ganz einfach, der war damals einfach der mächtigste Herrscher in dieser Seite Europas. Und die Ungarn waren da schneller. Ja. Sie haben, also der Führer der ungarischen Aufständischen, der Johann Szabolcs, ist in das Heerlager von Sultan Suleiman gereist und hat ihm den Handkuss gegeben, das sozusagen ein Zeichen dafür war, dass er als Vasall, als Untertan vom Sultan sich selbst sieht. Ja. Und daraufhin hat der Sultan Suleiman für den Johann Budapest, also damals Ofen, heute Budapest, erobert im Jahr 1529. Und zwar war das im September. Im September hat er die Stadt erobert. Und vielleicht ein kurzer Ausflug. Damals konnte man Schlachten nur in den Sommermonaten und nicht in den Wintermonaten führen. Ja. Weil wenn es matschig war, wenn es nass war, wenn es kalt war, sind damals im Mittelalter und in der Renaissancezeit einfach keine Kriege geführt worden. Und es war die Eroberung von Ofen, von Budapest, war schon ziemlich spät im Jahr, im September. Aber weil der Kaiser Karl gerade in einer Schlacht auf der anderen Seite des Reiches gegen Frankreich war, ist Sultan Suleiman bei Wien und ist am 27. September vor Wien aufgedacht. Ja. Und Erzherzog Ferdinand hat versucht, Sultan Suleiman zu besänftigen, ihm Geschenke anzubieten. Und auch Sultan Suleiman hat die Übergabe der Stadt gefordert und hat die Stadt 2,5 Wochen belagert und ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, damals, wie gesagt, hat man am Ende September keine Kriege, keine Belagerungen mehr begonnen. Sultan Suleiman ist
ohne schwere Geschütze nach Wien gezogen. Also von daher spricht dafür, dass er nicht ernsthaft versucht hat, die Stadt zu erobern, sondern er wollte sozusagen seine Grenze bis Ungarn hat er ausgedehnt und er wollte sagen, ich bin jetzt hier, ich könnte auch Wien einnehmen, wenn es mir danach ist und ich bin jetzt der mächtigste Mann hier in Europa und auch von den osmanischen Gepflogenheiten, dass ihn zum Beispiel im Winter ein Großteil des Heeres immer nach Istanbul zurückbeordert wurde, ist sozusagen Ungarn gerade noch, also Budapest gerade noch im Radius gewesen, das im handhabbaren Radius. Und Wien war eigentlich zu weit weg. Und daher behaupte ich jetzt, das war kein ernsthafter Belagerungsversuch, sondern nur eine Machtdemonstration, damit er genau gewusst hat, ich bin hier, ich bin der Wichtigste. Und es hat auch funktioniert. Also sie haben dann einen Friedensvertrag geschlossen, haben Ungarn aufgeteilt. Ein kleinerer Teil, ein Drittel, ist bei Ferdinand geblieben, zwei Drittel ist unter König Johann, der ein Vasall vom Sultan war, geblieben. Und die Habsburger mussten pro Jahr 30.000 Goldflorin an das Osmanische Reich an Tribut zahlen. Das waren sozusagen auch ein Zeichen dafür, dass sie den mächtigen Sultan anerkennen als der Mächtigeren. Ja. Und wenn man den Geschichtsschreiber Auliya Celebi liest, der hat berichtet, dass als Sultan Süleyman zurückgezogen ist über den Grenzfluss, die Raab, der war damals der Grenzfluss zwischen österreichischen Teil und ungarischen Teil, hat er zwei riesige Pfähle aufstellen lassen und hat, um das jetzt wörtlich zu lesen, hat sozusagen und hat die Überschreitung der Grenze verflucht, und zwar wörtlich, wer von meinen Kriegern, Vesiren und verehrenswürdigen Nachkommen diese Grenze überschreitet, um ins Land der Giauren zu ziehen, der soll kein Glück haben und eine Niederlage erleiden. Und in den nächsten Jahren kam es dann zu Friedensschlüssen, und es war eine relativ stabile Lage. 1606 hat dann Sultan Ahmed im Frieden von Svyazidvar Torok das erste Mal auch den Habsburg-Kaiser, also den römisch-deutschen Kaiser, als gleichwertigen Verhandlungspartner anerkannt und mit einer einmaligen Zahlung von 200.000 Gulden die jährlichen Tributzahlungen beendet. Und dieser Frieden hat dann sehr lange gehalten, 60 Jahre, wurde dann nochmal für 20 Jahre verlängert. Und danach ist der Vertrag abgelaufen und die Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Und jetzt ist der Kaiser, damals der Kaiser Leopold, hat gewusst, es ist jetzt eine schlechte Situation für ihn. Und er hat noch schnell Friedensverträge mit Bayern und mit Polen geschlossen. Und der französische König Ludwig der 14., der Sonnenkönig, der damals mit den osmanischen Herrschern verbündet war oder das Bündnis mit ihm gesucht hat, hat ein Bündnis mit den Osmanen geschlossen und sie gedrängt, das Kaiserreich an das römisch-deutsche Kaiserreich anzugreifen. Und Sultan Mehmed der 4. ist dann bis Belgrad marschiert, hat aber dann aufgehört, weiter vorzugehen, hat das Kommando, Sultan Mehmed IV. War sehr für die Jagd berühmt, also er ist lieber auf Jagd gegangen und hat den Feldzug abgebrochen. Aber sein Vezier, Großvezier, Kara Mustafa Pascha, ist dann weitergezogen mit dem Heer und hat Wien belagert. Das ist, was man dann nach seiner zweiten Türkenbelagerung nennt. Und er hat aber dann einen Gesandten vom Sultan bekommen, nach ca. 4 Wochen der Belagerung, der ihm gesagt hat, er muss sofort die Belagerung einstellen und zurück nach Konstantinopel kehren. Der Großvezier hat aber nicht aufgehört. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil er gesagt hat, okay, wenn ich siegreich bin, wird mir verziehen, was immer ich getan habe. Wenn ich jetzt zurückkehre, habe ich den Befehl verweigert und
gehört und habe auch nichts gewonnen. Und dann da kam das Befreiungsheer auf Wien zugeschritten, zumarschiert über vom polnischen König Sobieski und Karl von Lothringen angeführt. Und die haben die türkische Armee in die Flucht geschlagen. Kara Mustafa Pascha ist geflüchtet. Und wie er dann nach Belgrad gekommen ist, ist er auf Befehl von Sultan Mehmed hingerichtet worden wegen Befehlsverweigerung. Also könnte man auch hier sagen, dass nicht der Sultan Wien belagert hat, vielleicht auch, weil er sich an den Befehl, an den Fluch von Sultan Suleiman gehalten hat, sondern dass ein karrieresüchtiger Großvezier auf eigene Initiative Wien belagert hat und dafür hingerichtet worden ist vom Sultan wegen Befehlsverweigerung. Das ist eine leicht provokante These natürlich, dass es keine offiziellen Belagerungen oder keine offiziellen Versuche des Sultans gegeben hat, Wien zu erobern. Aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und dann mit der Verfolgung des Osmanischen Heers sind immer mehr Städte zurückerobert worden und das Osmanische Reich hat große Gebietsabtretungen hinnehmen müssen. Ungarn, Siebenbürgen, Baczka gingen an Österreich, Podolien an Polen, Asow an Russland und die Peloponnes gingen an die Republik Venedig. Das war dann mit dem Frieden von Karlowitz 1699 abgeschlossen und plötzlich, mehr oder weniger plötzlich, war da keine Kriegsgefahr mehr. Ja, das Osmanische Reich war keine Bedrohung mehr, wurde nicht mehr als Bedrohung angesehen und interessanterweise begann dann sich das Bild, das von in Westeuropa, in Mitteleuropa, in Westeuropa von den osmanischen Menschen da war, hat sich ziemlich gewandelt. Also es war nicht mehr die Bedrohung, das Fürchterliche, die Barbaren, die Schrecken, sondern es ist dann ein Reiz geworden. Es hat jetzt keine tiefere intellektuelle Beschäftigung mit dem Gedanken der Osmanenstadt auf westlicher Seite, aber es war so der exotische Reiz der Harem, die Harembilder und das Prunkhafte waren plötzlich in und es war sozusagen schick, alles auf Osmanisch zu machen. Musik wurde inspiriert von Mechta-Musik, also Komponisten haben Opern mit osmanischen Themen gemacht. Mozart gibt es einige, die Entführung aus dem Serail oder so. Viele Herrscher haben sich damals, nicht nur Herrscher, sondern auch viele Reiche und Mächtige haben sich im osmanischen Stil porträtieren lassen, mit osmanischer Kleidung. Maria Theresa gibt es zum Beispiel zwei Bilder, die sie sich im osmanischen Stil hat malen lassen. Und auch so war plötzlich osmanische Mode ganz in. Und als zum Beispiel 1719 der sächsische Kurprinz Friedrich August II. Die österreichische Erzherzogin Maria Josepha geheiratet hatte, war beim Brautempfang, die der Brautvater organisierte, war ein großes Zelt aufgestellt, türkische Zelt aufgestellt und der kleine Zelt daneben und jeder der Gäste musste in osmanischer Kleidung erscheinen. Das heißt, es war sozusagen plötzlich osmanisch in und es hat Mächteauftritte in Wien gegeben und es war plötzlich nicht mehr der große Feind. Das Osmanische Reich war nicht mehr der große Feind, sondern war plötzlich exotischer Reiz, war sozusagen auch als Partner, als Verbündeter plötzlich, also nicht plötzlich, aber war jetzt akzeptabel. Und damit möchte ich dann überleiten, hier, was das genauere, was spezieller sagt, dann von preußischer Seite, auf so einer Seite des, später des Deutschen Kaiserreiches, mit den Osmanen gemeinsam gemacht wurde, was sozusagen Bündnisse mit ihnen waren, was welche Projekte gemeinsam angegangen worden sind.
Fangen Sie mal an. Ja, wir haben jetzt die geschichtliche Entwicklung gehört bis zu den Anfängen, sage ich mal, des preußischen Zeitraums. Preußen dann langsam mal sicher zu führen nach die in Deutschland wurde und als es dann langsam auch eine Veränderung gab der Wahrnehmung der Osmanen in Deutschland,
also eben damals in der elitären Gesellschaft, das zunächst mal nicht getragen. Wir haben heute natürlich eine ganz andere Situation. Ja, Deutsche und Türken leben hier zusammen. Nachfahren der Osmanen leben hier mitten unter uns. Und Herr Weibrecht, ich frage es mal so ganz provokativ, einfach so frei raus. Werden die Türken hier immer noch als orientalisch, mysteriöse, Teil der Gesellschaft damals als entfernte Kultur wahrgenommen? Was hat sich verändert? Machen wir mal einen Sprung nach heute. Ja, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Scheint nicht. Gucken wir nochmal. Also jetzt leuchtet auch nichts mehr. Wo ist die Batterie? Das kann das nicht sein. Dann machen wir. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die türkischstämmigen Mitbürger werden als mystisch wahrgenommen in heutiger Zeit. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber dass das kein einfaches Zusammenleben ist, das merken Sie schon daran, welche Aufregung das hervorruft, wenn ein Bundespräsident sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das sollte eigentlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts und der Tatsache, dass mehrere Millionen Muslime in diesem Land leben, keine Frage sein. Da kann man historisch in die Tiefe gehen und kann das definieren, wie das historisch zu sehen ist, aber für den Moment, den der damalige Bundespräsident meinte, war das ja sicherlich zutreffend. Aber Sie erinnern sich daran, welche Aufregung das zur Folge hatte und eigentlich bis heute nachwirkt, denn Bundespräsident Wulff, das war ja derjenige, der diesen Satz geäußert hatte, der wird ja bis heute doch etwas schief angeguckt für diesen Satz und hat ja auch in seiner eigenen Partei wenig Fortune damit gehabt. Und da sehen Sie schon, wie schwierig das ist. Ja, Volker, wie war das damals mit der preußischen Zeit? Ein, zwei. Nein, hört nicht. Hallo. Den man jetzt ja als Gegenstück zum heutigen Bundespräsidenten sehen könnte, natürlich mit einer anderen Macht. Wie wurde damals gehandelt? Was? Zunächst einmal, lieber Harald, mein hochverehrter Aybek Efendi, mit Grußwort an schon Sheikh Bahreddin, bin ich sehr, sehr dankbar. Im Angesicht des morgen stattfindenden christlichen Festes des Heiligen Geistes. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich auf dem Wege hin, ganz gemäß der Worte von Friedrich dem Großen, dass ein jeder nach seiner Fassung selig werden soll, gebetet, dass der gütige Vater im Himmel doch etwas von seinem Heiligen Geist schon uns heute abgibt. Und wie ich sehe, hat das ja auch alles gut funktioniert. Wir sind hier, danke für die Einladung, für die zweite große Einladung. Und ich bin natürlich... Oder wir beide haben heute Morgen im Zug schon, wir sind zwar nicht mit einer preußischen Droschke gekommen, weil die alle unpünktlich waren, die Bahn, aber trotzdem, wir sind ja heil hier gelandet, uns darüber unterhalten. Und ich will, bevor ich auf die Frage eingehe, was anders war, zunächst einmal zu dem Bundespräsidenten Wulff zurückkommen. Das ist ja nicht so, dass er nicht recht hatte. Natürlich gehört der Islam seit der preußischen Zeit zu uns, das ist gar keine Frage, aber wenn dieser... Ich muss ja hier vorsichtig sein, weil in alle Welt gesendet wird, weil unser sehr geehrter, gütiger Herr Bundespräsident eine kleine private Affäre hatte, haben ihn die Medien damit kaputt gemacht und er hatte nicht das Stehvermögen, das durchzustehen, was er ja richtigerweise gesagt hat. Denn ich werde ja auch nicht geschlachtet, wenn ich sage, dass der Islam zu Deutschland gehört, weil er in Preußen war, wenn ich meinen ungläubigen
Menschen in Deutschland mal frage, wann denn der Gründungstag von Deutschland, das wissen die auch nicht, also nicht erschrecken, dass sie viele andere Dinge auch nicht wissen. Und wenn ich die dann frage, wo wurde denn die erste Moschee gebaut? Das wissen die natürlich auch nicht. Und wenn Sie sehen, in Berlin wurden ja 2, 3 Moschees gebaut, das ist dann immer 3, 4 Tage Strohfeuer in den Medien. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das ist diese ungeheure Fähigkeit von uns Deutschen, weil wir natürlich besser sind als der Rest der Erde, weil wir, was kein anderer kann, wir können mit zweierlei, dreierlei Maß messen. Und das geht manchmal gut und manchmal geht es nicht gut. Und deswegen bin ich immer wieder so dankbar, hier sein zu dürfen, damit wir wenigstens was machen. Getreu deiner Worte, Eyberg Effendi, wir müssen was tun. Stillstand ist Rückschritt, also geht's weiter. Ich will aber noch eine kleine Leute, warum unser heutiges Zusammensein auch so wichtig ist. Getreu der Fähigkeit eines Bauingenieurs, im Gegensatz zu den Menschen, die manchmal keine Ahnung vom Bauen und vor allen Dingen von Wasser und Flusswasser haben, will ich Ihnen sagen, was reicht, um einen Deich zu zerstören? Das ist ein Tropfen Wasser. Und so ist das bei uns auch. Bei uns heißt es in der Bibel, was ist mächtiger als ein Senfkorn? Es verteilt sich. Und so ist das auch sicherlich in vielen Stellen des Korans. So eng sind wir also zusammen. Aber wie kam es, dass ich hier bin? Damals, als ich Präsident war, das müssen Sie sich vorstellen, da war ich natürlich ein richtig wichtiger Mann. Keiner hat mich zwar für voll genommen, aber ich war da hatte eine große Gesellschaft. Und wir haben tolle Veranstaltungen gemacht und alles war prächtig und gut. Wenigstens solange ich durch die Brille geguckt habe. Und eines Tages ging mein Telefon. Ich hatte natürlich wie immer keine Zeit. Wer ist da? Es war so eine ganz feine Stimme, die mich sofort gefangen hielt. So eine nasale Stimme. Mit so einem, ich weiß nicht, leicht französischen Einschlag. Und er erzählte mir was von Osmanen. Und zum Glück hatte dank der Hilfe und meiner Eltern und meiner Mutter ich schon mal von den Osmanen, Ottomanen gehört. Sag ich, was? Kaiserlich? Kaiserlich klickte natürlich sofort bei mir. Ja, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Und dann stand er eines Tages vor mir. Diese große, für mich unvergessliche Erscheinung mit seinem schwarzen Fez, Gerd Rebler, an den wir natürlich heute alle denken und besonders heute denken. Und ich ganz besonders, weil er die Freundschaft begründet hat mit seinem Anschlag und dann einlud, damals in die Orangerie. Das ist so ein geheimnisvolles Bauwerk. Da passieren ganz fürchterliche Dinge. Da lädt dann die kaiserlich-osmanische Gesellschaft ein. Und ich wurde gebeten, einen kurzen Vortrag zu halten, eben über die Verbindung der Preußen und der Osmanen. Und war fürbaß erstaunt, als ich auf einmal sah, dass ich dort vor 1000 Leuten gesprochen habe. So wichtig ist das, was wir tun, unser gemeinsames Tun. Und zu der Frage zurück. Ich habe es ja in unserer kleinen Vorrunde heute Morgen schon erklärt, dass wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass es eben Menschen gibt, die irgendwelchen Unsinn schreiben. Ich habe da eine leidvolle Erfahrung. Googeln Sie bitte niemals, wer ich bin, dann werden Sie sich niemals mit mir wieder zusammensetzen. Ich bin also alles, ich bin Heide, Antisemit, also alle grausamen Dinge, Neonazi sowieso. Nein, das bin ich natürlich nicht. Schauen Sie mal, Sie tragen ein Fez. Unsere wunderbaren Damen tragen ein Kopftuch. Ich trage zwar gerade Kopftuch in Berlin auch Cafés, aber ich bekenne mich auch. Und das muss man eben einfach machen, so wie der Herrgott oder Allah uns geschickt hat. Wir müssen da einfach zu stehen. Und wenn wir zu unserer Meinung stehen, dann kann auch gar nichts passieren. Und deswegen komme ich wieder zu deiner Frage zurück. Für mich hat sich nichts geändert, außer diesem völligen Unsinn, wo aber diese Wohlstandsgesellschaft, in der wir hier leben, das ist ja viel wichtiger, dass zwar Männer Kinder erziehen oder dass wir mit Gendersternchen sprechen, das machen sie alles nicht. Und trotzdem in einer intakten Gesellschaft mit intakten Kindern, mit einem Bereich, der in Deutschland lebt, bei uns lebt, ohne den könnten wir gar nicht leben. Der ganze Aufbau der Westrepublik Deutschlands wäre ohne die Türken, die Turkmanen, gar nicht möglich gewesen. Damals nannten wir sie noch Gastarbeiter. Sodass ich den Denkansatz der kaiserlich-osmanischen Gesellschaft für völlig richtig halte. Das eine ist, dass das Wesen da oben, das sind die Medien, aber wir machen eine gute und ehrliche Arbeit und das ist völlig egal, was andere Menschen über uns denken und das darf uns auch nicht erschrecken. Und das ist der große Unterschied, sicherlich der gefühlte Unterschied zu damals der Zeit, als das Königreich Preußen gegründet wurde, am 18. Jahrhundert 1701. Es weiß ja kein Mensch mehr, dass der 18. Jahrhundert das Gründungsdatum von Deutschland ist. Da wird mir alles angeboten. Der 3. Mai, der 23. Mai, der 3. Oktober. Stellen Sie sich mal vor.
die Ahnungslosigkeit, in der wir Deutschen hier leben, im Gegensatz zur kaiserlich-osmanischen Gesellschaft. Aber das gefühlte Leben in Neukölln oder in Berlin, in der 19. größten türkischen Stadt, das ist ja eine Stadt, das ist ein Stadtteil in Berlin, da ist das Leben völlig normal. Also ich bin noch nie von einem Türken erschossen worden, beim Einkaufen oder angepöbelt worden, wenn ich zu meinem Dönerladen gehe, der grüßt mich sogar freundlich. Wenn ich mir mal stocke, bietet der mir so, dieser komische Mensch sogar einen Platz an und fragt, wie es mir geht und meiner Oma geht, dann frage ich ihn dasselbe zurück, wir sind Brüder und Schwestern geworden. Das liegt aber auch immer an uns selbst. Das Einzige, das wird aber, Herr Weiberg, ich bin ja deswegen froh, dass ich gleich auch Herrn Weiberg wieder zuhören darf, das Einzige, was sich sicherlich geändert und was Herr Weiberg auch in seinem Buch vorstellen, das ist nicht nur das gefühlte Leben unserer veröffentlichten Meinung, wo wir uns leider Gottes, weil wir drei oder viermal im Jahr in Urlaub gehen müssen, fünf Steaks am Tag essen müssen, drei oder vier Frauen haben müssen, drei Autos haben müssen, weil wir von dem Wohlstand nicht loslassen. Das macht uns, wir sind korrumpierte Menschen. Und solange ich die Krawatte trage und du den Fehlstrich sei weg, Effendi, ich mit Scheich bei und ihn sprechen kann, hier eingeladen werde, kann uns nichts passieren. Ja, vielen Dank, lieber Volker. Das Entscheidende, wie du gesagt hast, ist immer, was ist zwischen den Menschen. Und das hat oft nichts mit der Politik oder mit dem offiziellen Bild zu tun. Was, lieber Herr Beck, beobachten wir denn in dem Bild, was gezeichnet wird in den Medien, was hat sich darin verändert gegenüber der Türkei in Deutschland in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren? Seit jetzt diese Gastarbeiter, was angesprochen wurde, mittlerweile nun ein fester Bestandteil als Mitbürger geworden sind in unserer Gesellschaft. Und jetzt aber auch in der türkischen Republik sich ein Wandel vollzogen hat, der natürlich mit einem Namen verbunden ist, Erdogan, ganz klar. Was stellen wir fest? Was gibt es für Wahrnehmung? Und was können wir vielleicht daraus schließen? Oder wie können wir gut damit umgehen als Menschen? So, wir hatten ja diese Frage vorhin schon bei dem kurzen Interview, was sich geändert hat. Ich glaube, alle, die hier sitzen, haben selber einen Begriff davon, dass sich etwas geändert hat und was sich geändert hat. Es ist natürlich vieles viel selbstverständlicher geworden, trotz des Gegenwindes, der immer wieder kommt. 4 Millionen Menschen aus der Türkei, die kann man so einfach nicht ignorieren, die sind Bestandteil dieser Gesellschaft und das ist auch natürlich völlig richtig so. Was man beobachten kann, ich habe es ja heute schon gesagt, ist, dass heute sich viel mehr Menschen interessieren. Ob das immer gut ist, was als Ergebnis dann kommt, ist eine andere Frage. Dass viel mehr Menschen eine Meinung dazu haben, dass natürlich auch die Begegnungen zwischen ganz sagen wir unbedarften Bio-Deutschen mit Türken zugenommen haben, weil man reist, weil man in die Türkei fährt und so weiter. Ob dann alle immer das wissen wollen, was die Türkei ihnen bietet, das ist wieder eine ganz andere Frage. Oder ob man da auch dahin fährt, um Meinungen bestätigt zu sehen, Vorurteile zu pflegen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls gibt es diese Begegnungen. Und was hat sich noch geändert? Das ist sicherlich für einen Abend ein Thema, wenn wir das nächste Mal eingeladen sind, Herr Schapko und ich, dann können wir das besprechen. Mir ist aufgefallen, in vielen Begegnungen mit türkischstämmigen Berlinern oder, weiß ich nicht, Mannheimern oder so, dass mein Gegenüber oft sehr viel besser Bescheid weiß über deutsche Geschichte, über deutsche Entwicklungen, als das umgekehrt der Fall ist. Also da gibt es schon von der Seite der Mehrheitsgesellschaft durchaus noch sehr viel Luft nach oben, wie man heute sagt, um sich zu interessieren und um auch
Kultur und Geschichte kennenzulernen und eben nicht nur zu wissen, dass ein Staatspräsident gerade in der Türkei regiert, den ich entweder ganz großartig und toll finde oder aber kurzerhand indiskutabel. Von diesen Entgleisungen wie diesem widerwärtigen Gedicht von Herrn Böhmermann, da müssen wir jetzt nicht sprechen, das ist ganz indiskutabel. Aber auch so, abgesehen jetzt davon, gibt es eben diese starke Polarisierung und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen uns viel mehr interessieren für Geschichte, für Kultur, für das Gemeinsame oder auch das Trennende. Aber jedenfalls für diese Kultur. Das kann keinen von uns dümmer machen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn erst in dem Augenblick, da nähern wir einander uns wirklich an. Und ich, das ist mir ja nicht anders gegangen mit der Beschäftigung dieser deutsch-osmanischen Zeit im Kaiserreich, im späten Kaiserreich. Das hat mich keineswegs dümmer gemacht, ganz im Gegenteil, das war sehr bereichernd. Und wie das dann immer so ist, das Projekt liegt ja hier, beziehungsweise ist auch da vorne, können Sie sich dann angucken, das eine Projekt zieht das andere nach sich. Das schlägt auch den Bogen eigentlich zu Ihrer Frage, wie so unser Miteinander ist. Ich bin gerade dabei, die Lebenserinnerungen des langjährigen Adjutanten, deutschen Adjutanten Sultan Abdülhamid II. Zu bearbeiten und zu einer Herausgabe vorzubereiten. Das war Louis von Kamphöfner. Der war von 1882 bis 1909 Adjutant Abdülhamid II. Das ist ungewöhnlich lange. Die europäischen Mächte tauschten untereinander alle Adjutanten aus. Da gab es einen Adjutanten am russischen Zarenhof, der dem Zaren schiert war. Das gab es von Frankreich, das gab es in England und so weiter und so weiter. Das ist keine Besonderheit. Aber dass jemand so lange, 27 Jahre, diesen Dienst wahrnimmt, das ist eine ganz große Besonderheit. Und das zeigt auch, es gab also dann nicht nur eine Freundschaft, sagen wir jetzt mal, zwischen dem deutschen Staatsoberhaupt Kaiser Wilhelm II. Und Abdülhamid II., sondern es gab eben offenbar auch eine wirklich persönliche Ebene zwischen dem Adjutanten und dem Sultan. Denn gewöhnlich blieben die so 3-4 Jahre, ganz selten länger. Es sei denn, ein Herrscher wünschte sich das ausdrücklich. Herr von sowieso soll bitte in Petersburg bleiben. Oder aber, wenn der gegangen war, konnte man auch sagen, ich möchte, dass Herr von sowieso geschickt wird. So, also das war bei den Osmanen nicht so der Fall, aber diese beiden Männer, die hatten irgendeine persönliche Beziehung. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Weil Herr von Kamphöfner 1925, da war er ungefähr 85 Jahre alt, seine Memoiren aufgeschrieben und zur Herausgabe vorbereitet hat. Das ist aber nicht passiert. Gut, er ist dann gestorben 1927, aber seine Memoiren waren viel zu türkeifreundlich. Sie müssen sich vorstellen, der Erste Weltkrieg ist so gerade 10 Jahre vorbei, alles ist in einer Findungsphase und damit konnte man in Deutschland gar nichts anfangen, mit diesem Zugewandten zu schreiben, osmanisch ist interessant, ich habe Land und Leute lieben und schätzen gelernt und guckt mal dahin, da gab es tolle Sachen. Er beschreibt auch in diesen Memoiren so einige kulturgeschichtliche Sachen oder militärgeschichtliche Sachen. Und das ist nicht Weltliteratur, aber es ist hochinteressant. Aber es ist eben sehr interessant, dass das damals nicht veröffentlicht wurde, obwohl es in der Weimarer Republik eine große Sehnsucht nach Memoirenliteratur aus dem Kaiserreich gab. Da hätte das gut gepasst. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Das war viel zu freundlich. Er schreibt dann auch, er findet Atatürk hochinteressant. Den hätte er leider nicht mehr kennengelernt, aber das sei die Türkei, sei die moderne Türkei. 1927 sei ein vielversprechender, großartiger Staat. Und auch Herr von Kamphöfner macht übrigens nicht den Fehler, zu trennen zwischen Europa und der Türkei. Für ihn ist auch die neue Türkei selbstverständlich ein europäischer Staat. Also eigentlich eine sehr moderne Sichtweise. Hallo, hallo. Eins? Ja, ja, geht ja. Nochmal wieder zusammen mit diesem wunderbaren Geschichtskurs, der da natürlich dazugehört, unbedingt dazugehört, hat sich natürlich schon, ich komme immer gerne auf die Ausgangsfrage, viel geändert in dem deutsch-türkischen Verhältnis. Aber nicht auf der Seite der Türkei, sondern auf unserer Seite. Wir haben einen völligen Bildungsabriss. In den Schulen weiß kein Mensch mehr, wo die Türkei liegt, vielleicht, möglicherweise. Die wissen vielleicht, dass man mit 30 Euro mit EasyJet irgendwo an einen Strand kommt. Aber dass die Türkei an den Dardanellen liegt, ein geostrategischer
Dreh- und Angelpunkt ist zwischen Europa und Asien, also auch zwischen Okzident und Orient. Das ist alles weg, das ist in Bildern. Das ist unsere Schuld. Ich meine, wir Deutschen müssen aufpassen. Es kann ja nicht völlig sein, dass wir den Koran oder den Islam beschimpfen bei einem völligen Zusammenbruch unserer Kirche. Wir haben mehr Tote in unseren Kirchen, mehr vergewaltigte Kinder in unseren Kirchen, in der katholischen Kirche, in der Weltkirche. Und da ist es eben völlig bescheuert, würden wir in Westfalen sagen, wo ich mit den ersten Türken ja zusammengekommen bin, in den Stahlwerken eine andere Kulturnation oder eine andere Kultur und Religion zu beschimpfen. Das war in Preußen völlig anders. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Da haben die Regenten darauf aufgepasst, dass eben auch die Muselmanen, so wie sie Wilhelm der Soldatenkönig genannt hat, geschützt wurden, dass sie ihren Gebetsraum hatten und ihre Religion auch so ausüben durften. Und was natürlich überhaupt nicht sein kann, wenn wir schon jeden Tag, ich höre es ja 24 Stunden im Deutschlandfunk, wie wichtig das ist, dass wir in einer Wertegemeinschaft eines freiheitlich-rechtsstaatlichen Gremiums leben, dann kann es nicht sein, dass irgendein Minister oder ein Kanzler oder eine Bildzeitung dem türkischen Staat vorschreibt, wie die Gerichte entscheiden sollen. Das gibt's nicht. Man muss sich das einfach mal umgekehrt vorstellen. Das gibt es nicht. Dafür haben wir ja diese Gewaltentrennung. Und das ist eben Dinge, ich bin also überhaupt nicht um das Seelenheil aller in Deutschland lebenden Türken. Überhaupt nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir müssen immer aufpassen, was müssen wir besser machen, was müssen wir unsere kardinalen Fehler wieder in den Griff kriegen, damit wir zurück zu den kardinalen Tugenden kommen. Der Zugewandtheit. Solcher Leute wie Bismarck, wie der Kaiser, wir haben heute einen Nachmittag schon drüber gesprochen. Das war ein Staat und eine Gesellschaft, der in sich schlüssig war. Mit dem man kann sagen Respekt, oder Herr Weilberg hat gesagt, Zugewandte. Das ist alles, die Fehler liegen bei uns. Und wir müssen erstmal den Müllhaufen vor unserer eigenen Tür wegfahren. Also, das sind jetzt auch zwei Begriffe, die mich an dieser Stelle, sagen wir mal, bewegt haben. Der eine Begriff war polarisiert, eine polarisierende Berichterstattung auch in den Medien und Versuch der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, während wir in der Vergangenheit eine Zugewandtheit, sage ich mal, feststellen. Volker, du hast es erwähnt, die preußischen Könige schon. Für die war es selbstverständlich, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden soll. Und Herr Weilberg, es gab ja dann auch sehr tiefe Beziehungen des Deutschen Reiches, das nach dem Deutsch-Französischen Krieg gegründet wurde, insbesondere auch unter Kaiser Wilhelm II. Was ist damals in dieser Zeit passiert? Und was waren die Motive und was waren die, wie ist es gewesen? Bevor ich darauf antworten will, will ich noch eine kleine Anekdote loswerden. Herr Schapke wies ja schon zu Recht auf die Toleranz der ersten preußischen Könige im 18. Jahrhundert hin. Da gab es übrigens vor ein paar Jahren eine großartige Ausstellung, wenig beachtet, im Preußenmuseum in Wustrau in Brandenburg. Ja. Preußen, Mohren und Tartaren, also die alte Schreibweise. Ja. Und da ging es um die muslimischen Soldaten. Das waren Muslime, die kommen, da haben Sie sicherlich schon mal gehört, vielleicht sogar im Fernsehen gesehen, aus dem heutigen Grenzgebiet zwischen Polen und Litauen. Da oben Kruszyniany heißt das Dorf, da leben sie ja auch noch. Und die waren in der preußischen Armee. Sie durften wirklich ihren Glauben leben und da gab es überhaupt kein Problem. Aber der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der zweite preußische König, hatte dann doch vorgeschlagen, bitte euren heiligen Tag nicht am Freitag, am Sonntag. Denn alle anderen braven Christen haben am Sonntag ihren Gottestag und dann solltet ihr den auch am Sonntag haben. Dann, was blieb ihnen übrig? Also wurde nicht freitags gebetet. Und dann am Sonntag, aber jeder konnte nach seiner Fasson selig werden. Also das muss man schon klar sagen. Aber ich finde das immer ganz lustig, dass es natürlich so ein bisschen dann schon nach preußischer Weise gehen sollte. Sie fragten, was im Kaiserreich, wie war diese Wahrnehmung? Ich will Ihnen aus einer Rede zitieren.
die Kaiser Wilhelm II. Im Herbst 1898 in Damaskus gehalten hat. Das war ja ein großer Staatsbesuch im Osmanischen Reich, 6 Wochen lang. Bewegte, in heutiger Zeit unvorstellbar, bewegte sich der deutsche Kaiser von Konstantinopel dann durch das Heilige Land. Und in Damaskus fand folgende Rede statt. Tief bewegt dem Gedanken, an der Stelle zu stehen, wo einer der ritterlichsten Herrscher aller Zeiten, der große Sultan Saladin, geweilt hat, ergreife ich mit Freuden die Gelegenheit, seiner Majestät, dem Sultan Abdülhamid, zu danken für seine Gastfreundschaft. Möge seiner Majestät der Sultan und mögen die 300 Millionen Mohammedaner, welche auf der Erde zerstreut lebend in ihm ihren Kalifen verehren, dessen versichert sein, dass zu allen Zeiten der deutsche Kaiser ihr Freund sein wird. Wunderbar. Der Kaiser freut sich auf seiner Wolke, denn Kaiser Wilhelm II. Hat heute seinen Todestag. Also passt das eigentlich auch ganz gut, dass wir uns heute hier treffen und seiner gedenken. Ja, nun stellen Sie sich diese Rede vor, gehalten nicht 1898, sondern 2000, weiß ich nicht, 8 oder 9, ersetzen sie die Worte Sultan durch Staatspräsident, ein Kalif gibt es jetzt nicht mehr, aber das lassen wir jetzt außen vor, und deutscher Kaiser durch Bundespräsident. Diese Rede hätte vermutlich den Sturz des Bundespräsidenten zufolge. Ja, rückt 1000% her. Und es wäre, also es wäre ungeheuerlich. So. Also das nur so zu der Antwort, wobei man natürlich nicht sagen darf, dass im Kaiserreich eine riesige osmanische Bewegung in Deutschland eingesetzt hat. Das war natürlich nicht der Fall. Aber man sieht, ja, wie zugewandt man auch sein konnte als deutscher Kaiser. Ne? Und Kanzler. Ja, naja, und ja, der Reichskanzler. Aber Bismarck ist noch ein besonderer Fall, muss man sagen. Da kommen wir noch drauf. Bismarck machte Orientpolitik, aber er wollte sie nicht so nennen, aus gutem Grund. Aber dazu kommen wir noch. Bismarcks Rolle ist ja in einer großen Doktorarbeit, die wurde schon eigentlich zwischen Jung und Israel, der in Deutschland studiert hat, Cebeci, eingehend damit beschäftigt. Noch einmal herzlich willkommen an alle Anwesenden. Ich kenne nur den Namen. Wir wollen jetzt 2 Songs spielen, eigentlich passend zum Anlass, denn die größte Gemeinsamkeit, die wir sehen oder die ich sehe, ist eigentlich, egal ob jetzt Sultan oder Kaiser oder alle Menschen, die hier versammelt sind, die größte Gemeinsamkeit, die wir haben, ist die Liebe zu Allah und zu Gott sozusagen. Und deswegen wollen wir ihn lobpreisen. Und dazu jetzt 2 Songs, ganz einfach gestrickt, die wir eigentlich jeden Samstag hier singen. Ihr könnt gerne mitwirken, wenn ihr möchtet. Das eine ist Hu Allah, er ist Allah, er ist Gott, und Yahai, der Lebendige, der einzig Lebendige, ist Gott. Allah, Allah,
Was machen Sie jetzt als nächstes? Wieder ein Buchzitat? Eine Frage, die vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel mal reinbringt. Otto von Habsburg, der letzte Habsburger Kronprinz und später langjähriger EU-Abgeordneter, hat in einem TV-Interview mal gesagt, dass hinter Gesetzen und Vorschriften eine höhere Autorität stehen muss. Das war ja der Grund, warum in allen alten Dokumenten, ganz gleich, ob es sich um Verträge und um Verfassungen gehandelt hat, immer der Gottesbezug drinnen war. Ja. Also jene höhere Autorität, die Kontinuität der ganzen Sache bedeutet. Ja. Da abgeleitet davon, dass ein Regierender, der die Macht hat, jetzt nicht daraus seinen Herrscheranspruch ableitet, sondern eine Verantwortung, die hat, die ihm anvertraute Aufgabe zu erfüllen und dafür nachher vor Gott zur Verantwortung gezogen wird. Und aus der damaligen Sicht, wo die Herrschenden meist, würde ich sagen, doch an das jüngste Gericht geglaubt haben, sind sie dadurch verantwortungsbewusster mit der ihnen anvertrauten Macht umgegangen? Ja. Der Preußenkenner? Ja, selbstverständlich. Ja, das ist gut. Das ist ja die Grundlage
Toll. Vielen herzlichen Dank für diese Sicht. Das ist ja der alles entscheidende Gesichtspunkt. Hab viel gelernt, wie man auch seine Frage besser beantworten kann. Alles entscheidend, ja. Und das haben wir eben heute nicht mehr. Weder beim Schwur, beim Kanzler, noch bei der Eingelobung, geschweige denn bei der Bundeswehr. Das gibt es also zu meiner Zeit als Soldat, hat es diesen Gottesbezug durch die Eidesformel, die wir geleistet haben, noch. Und Eibeck-Effendi weiß das, seitdem ich diesen netten jungen Mann kenne. Lass dir nie erzählen, du bist ein Opa, das sind alles blinde Leute. Ja, ich werde mit dir reden, ich werde das gleich klarstellen. Nein, das ist natürlich wunderbar, das ist ja auch, wir haben das etwas weltlicher diskutiert, das ist ja auch fast der Zusammenbruch unserer Gesellschaft, dass diese höhere Instanz, wer immer das auch ist, Allah oder unser Gott oder eben eine höhere Instanz, dass wir das nicht mehr haben. Aber Eibeck-Effendi weiß das natürlich jedem Menschen, dem ich zum Schluss auf Wiedersehen sage, dem wünsche ich Gottes Segen. Ich bin da völlig sehr tief ergriffen, weil wir den unbedingt brauchen, auch nach dieser Formel von Friedrich dem Großen, ein jeder nach seiner Fassung, aber bitte, da ist eine höhere Institution. Ich möchte vielleicht korrigieren, nicht wer immer das ist, sondern wie immer wir ihn nennen. Also, gut. Ja, da gibt es also nichts zu sagen. Herr Schapka hat völlig ins Schwarze getroffen damit. Und das knüpft auch so ein bisschen vorhin an die Frage so dieser Motivation, dieser deutsch-osmanischen Beziehung, die durch Kaiser Wilhelm II. Dann so intensiviert wurde. Der Kaiser war oberster Bischof der evangelischen Christen im Reich, Sumus Episcopus, so nannte er sich. Und damit fühlte er sich mit Sultan Abdülhamid II. Verbunden in religiöser Hinsicht. Er war ja der Kalif. Also die begegneten sich da auch auf Augenhöhe. Und ich habe es ja schon vorhin gesagt, als Herr Schapkin mit mir auf dem Sofa saß, neben mir auf dem Sofa, dass Wilhelm eben auch sehr sensibel sein konnte. Und das merken Sie daran, wenn Sie zum Beispiel in den Akten des Auswärtigen Amtes lesen, als es um eine Kirchenausstattung und Einweihung in Jerusalem ging. Ja, das ist alles wunderbar, genauso soll es ausgeführt werden. Dem Kaiser wurde der Entwurf vorgelegt und dann schreibt er aber an den Rand, es muss würdig, aber schlicht sein. Es darf die Muslime in keiner Weise in ihren Gefühlen beleidigen. Richtig. Also das ist genau das, was Sie eben gesagt haben. Oder ein bisschen anekdotisch am Rande. Ich habe es vorhin schon gesagt, 1898 ein großer Staatsbesuch im Osmanischen Reich, der ins Heilige Land führte, eben zu diesen Kirchengrundsteinlegungen und Einweihungen nach Jerusalem. Und da schreibt der Kaiser an seinen Cousin, den russischen Zaren, Nikolaus II., also mein lieber Niki, wenn ich ohne Glauben nach Jerusalem gekommen wäre, wir machen jetzt nicht so Fingerchen hoch, ich löse das gleich auf, aber was meinen Sie, als was hätte der Kaiser, der deutsche Kaiser Jerusalem verlassen? Wenn ich, ja natürlich, als Moslem. Er schreibt also an den russischen Kaiser, ich hätte die Stadt, wenn ich ohne Glauben gekommen wäre, als Moslem verlassen. Da kokettiert er natürlich auch ein bisschen, das muss man schon sagen. Ist so gut. Denn er ist auch ganz fest in seinem Glauben. Ja. Er weiß ja, wo er steht. Aber er löst das auch im Brief an den Zaren auf. Er hat sich sehr geärgert über die Christen in Jerusalem, wie respektlos die sich nämlich aufführen in den verschiedenen Kirchen, dass sie einander prügeln und sowas. Und da schreibt er eben immer, die Moslems sind sehr viel würdiger in ihrem Glauben, sind das viel ruhiger und das ist ihm viel angenehmer. Also eine interessante Deswegen Sache. Hat ja Jesus Christus die ganzen Tempel rausgejagt. Genau. Weil das war vor 2000 Jahren leider auch schon so, ja. Genau. Also das ist genau das, was Herr Schapke eben gesagt hat. Und ja, das mag uns heute oft fehlen, das stimmt sicherlich. Herr Weilberg, wie waren die Beziehungen zwischen dem Deutschen und dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich konkret? Was wurde gemeinsam unternommen? Was hatten diese Beziehungen unterschieden zu der Art und Weise, wie andere Mächte jener Zeit mit dem Osmanischen Reich umgegangen sind oder wie auch das Osmanische Reich anders mit anderen Mächten umgegangen ist als mit dem Deutschen Reich? Das würde uns sehr interessieren. Ich habe vielleicht sagen Sie mal, was studiert seit Friedrich dem Großen. Wilhelm knüpfte ja da an, er sagte ja auch ganz bewusst, er will da anknüpfen, wo sein Vorfahr Friedrich mal den Grundstein gelegt hat. Das ist also eine Besonderheit von uns zwei Menschen. Wir sehen uns heute das zweite Mal.
dass dieser große Historiker mir gerade einen Ballspickel zuspielt, den er natürlich, er weiß, dass er den viel besser beantworten kann. Danke, dass ich das... Ja, aber das muss man auch können. Aber ich danke, ja, das muss man auch können. Aber Sie fühlen sich aber dabei wohl, nicht? Habe ich doch gut hingekriegt. Ja, klar. Gut. Nein, also das war ja die Arbeit auch der Preußischen Gesellschaft in Berlin und dadurch auch diese tolle Begegnung immer wieder jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Danke, dass es diesen Zusammenschluss gibt, der bis in die heutige Zeit ja wichtig ist, geostrategisch wichtig ist. Wir sehen es ja gerade. Wir gucken alle nicht mehr nach Moskau und nach Kiew, wir gucken auf einmal alle wieder nach Ankara, weil da auf einmal die Weltpolitik gemacht wird. Ich will jetzt gar nicht sagen mit NATO und dies, das, jenes. Nein, da wird Weltpolitik und Friedenspolitik gemacht. Da werden Friedensangebote gemacht. Und Herr Weibeck wird gleich ein wenig meinen Kanzler kritisieren, aber wir müssen einfach mal vor Augen haben, dass dieser Mensch, Fürst Otto von Bismarck, den kannte in Deutschland, nein, in Preußen, Deutschland gab es ja noch nicht, den kannte keiner. Bis dann irgend so ein Hofbeamter zu seiner Majestät, der wollte sich schon erschießen und in den Wannsee springen vor Verzweiflung, weil alles nicht mehr in Ordnung war. Und da hat er einen Hofbeamter gesagt, na Mensch, wir haben doch da so einen verstaubten Botschafter in Paris. Na, wie heißt denn der? Der Otto von Bismarck, bringe er den mal her. Und dann hat der König in seiner großen Not diesem Botschafter, seiner Exzellenz in Babelsberg, zwei Fragen gestellt. Bringe er mir meinen Haushalt wieder in Ordnung und die Armee? Kann er das? Bismarck hat zweimal ja gesagt, wenn Majestät mir die Freiheit gibt, das zu tun. Und Bismarck war es, der ja nicht nur das Königreich Preußen vor dem Absturz bewahrt hat, er ist unser erster Kanzler, der Deutschland geeinigt hat, ohne einen Schuss, der den Bayern die ganze Spinnerei gelassen hat, den die Schlösser hat bauen lassen, die Badenser ins Reich geholt hat, die Württemberger, alle mit ihrer Identität. Das war das Kunststück der bismarckischen Politik, dass er über keinen den Stab gebrochen hat. Und so auch mit Moltke die Verbindung als erster wieder zum Osmanischen Reich gehalten hat. Und deswegen danke für den Hinweis, Herr Weibeck. Das ist eben diese große, große Fähigkeit dieser 300 Jahre des Königreichs Preußen und Kaiserreich, dass die Menschen in der Lage waren, eine Kontinuität zu halten. Bis hin in die Bildung, in die Schulen, Nachwuchs und so weiter und so fort. Und Bismarck ist eben ein Mann, der eine Politik gemacht hat. In diesen Jahren seiner Regentschaft ist kein einziger Schuss gefallen. Kein Krieg. Um uns herum tobte alles. Erbfolgekriege, spanische Erbfolgekriege in Russland, Polen, überall. Das muss man immer wieder, Herr Weibeck hat da gleich so ein paar Punkte, da sieht er, mein Kanzler nicht so gut aus, aber ich muss das erstmal hier klarstellen. Also Herr Schapka hat Angst, dass ich... Nein, Angst kenne ich, das Wort kenne ich nicht. Nein, ist gut, also Herr Schapka hat Befürchtungen, aber das will ich gar nicht machen, denn wir beschäftigen uns ja mit der Orientpolitik und Orient, das Buch heißt ja nicht ohne Grund, Orientpolitik zwischen Wunsch und Wirklichkeit im Untertitel. Und Bismarck, der war sehr modern in heutiger Zeit, war in der Tat ein sehr moderner Politiker, Vollblutpolitiker und Diplomat. Und Diplomaten, da sind wir uns beide einig, gibt es heute kaum noch. Nein, will ich ihn gar nicht kritisieren. Bismarck machte eine hochraffinierte Orientpolitik, die nannte er nicht so. Aus gutem Grund. Das könnte man kritisieren, das machten die Zeitgenossen auch. Richtig. Aber beispielsweise Abdülhamid II. Sagte, naja, ja, er nennt sie nicht so, aber er macht sie doch. Und insofern ist doch das egal, wie die heißt. Bismarck wollte das junge deutsche Kaiserreich nicht in Konflikte mit den alten Mächten, die traditionelle Orientpolitik machten, Großbritannien, Frankreich, Russland, stürzen. Und sagte deshalb, wir machen keine Orientpolitik. Er machte sie doch, aber die hieß eben nicht so. Das merken Sie daran, das deutsche Kaiserreich hatte nach der Reichsgründung 6 Botschaften in der Welt. Alle anderen diplomatischen Vertretungen waren nur Gesandtschaften. Richtig. 6 Botschaften nur. Wo waren die? Wir machen das jetzt auch nicht wieder mit Fingerchen hoch, aber Sie können es sich abzählen an allen Fingern. Petersburg, London, Paris, Wien, Rom, Konstantinopel. Richtig. Also, da war die 6. Botschaft von Anfang an. Und der Schriftwechsel mit dem jeweiligen Botschafter war enorm. Er war einer der reichhaltigsten mit den ausländischen Vertretungen.
Also da sehen Sie schon, wie wichtig Bismarck diesen den Orient nahm. Man sagte übrigens damals, in Konstantinopel werden die Lose der Welt verteilt. Also das hatten Sie ja eben auch schon gesagt, wie wichtig momentan wieder Istanbul sein ist oder Ankara als Ort, in dem jetzt so eine Vermittlungspolitik gemacht wird oder versucht wird. Das war den Zeitgenossen damals sehr bewusst, dass das noch eine wichtige politische Drehscheibe ist. Und insofern darf ich kurz ergänzen? Und eben diese große Fähigkeit, dass Bismarck mit Leuten zusammengearbeitet hat, die ihm geistig, moralisch gleich waren. Ja, allerdings. Also diese besondere Verbindung Bismarck und Moltke. Bismarck und Moltke sind ja die Starre, wenn man das so nennen würde, heute würde man das vielleicht anders sagen, die Starre, die ins Herz eines jeden Türken, Ottomanen gewachsen sind. Moltke hat ja die ganzen Schlachten geführt, hat mit dem türkischen Generalstab zusammengearbeitet. Es hat damals schon wechselseitige Ausbildung der Generalstabsoffiziere gegeben, sowohl als auch. Und das immer unter dem wohlpassenden Schutzmantel auch des Kaisers, wurde ja in der Ebene, der, auf der Sachebene der Kanzler und Kriegsminister eine unglaublich tolle Arbeit geleistet. Gallipoli, mit den türkischen Verteidigungsattachés in Berlin sprechen, die sind immer völlig zu Tränen entsetzt, wenn sie merken, dass ein Deutscher gar nicht weiß, wovon er redet. Wo die Engländer mit Australien, Neuseeländern, die feiern das ja als Trauertag, die haben da 800.000 Menschen geopfert. 800.000 Menschen. Und dieser nette Mensch, ich muss ja hier vorsichtig sein bei so vielen Kameras, dieser sehr, sehr nette Mensch Winston Churchill, der ja damals Chef der Admiralität war, der hat sich wirklich eingebildet mit seinen 6 Schlachtschiffen, der wollte Konstantinopel in Schutt und Asche schießen. Und wer hat das gerettet? Ein einsamer türkischer Matrose mit seinen Seeminen hat er 4 dieser Schlachtschiffe nachts gefahren. Das muss man sich vorstellen, für heute Kriegsführung. Die großen Pötte gerettet und der Rest wurde dann eben an Land gemacht mit dem Pascha von Saldan. Nee, wie heißt? Niemand von Saldan. Ja, und eben Atatürk. Das war ja die große Geburtsstunde, diese Schlacht war ja die große Geburtsstunde von Kemal Atatürk. Ja, also das war jetzt schon so ein kleiner Parforce-Ritt durch diese Orientpolitik bis hin zu der Dardanellenschlacht. Und Sie hatten ja auch gefragt, wie das so sich da angelassen hat. Und Sie müssen sich vorstellen, als 1888 der Thronwechsel stattfindet, Kaiser Wilhelm II. Besteigt den Thron, er ist knapp 30 Jahre alt, junger Mann, sehr ambitioniert, Außenpolitik ist sein Interessensgebiet. Bismarck, der Reichskanzler, ist zu diesem Zeitpunkt 73 Jahre alt, hochverdient, ein ganz wichtiger europäischer Politiker. Und jetzt ist es auch aus Sicht des jungen Kaisers die Zeit, eine neue Phase einzuleiten, also außenpolitisch aus diesem Schatten zu treten und Orientpolitik so zu nennen und sie auch so zu betreiben. Also das muss man natürlich auch so sehen, es ist einfach die neue Zeit. Bismarck hatte selber gesagt, man soll den jungen Kaiser in den Sattel setzen, reiten kann er von alleine. Also dann hat er das jetzt versucht und er war eigentlich nicht ohne Erfolg. Sie müssen sich vorstellen, damals war das für die europäischen Zeitgenossen und auch für die Deutschen ungewohnt. Heute ist das völlig normal. Staatsoberhäupter jetten um die Welt, reden auf Augenhöhe, keiner weiß das besser als Herr Czapke, der international da eben sehr versiert ist, reden auf Augenhöhe miteinander und klären Konflikte sofort. Das war damals ungewohnt. Sie müssen sich vorstellen, Botschafter, das sind heute noch geehrte Leute, aber sie haben diese Bedeutung, wie sie vor 120 Jahren hatten, weil die Herrscher ja nicht reisten. Also war der Botschafter vor Ort viel wichtiger. Und Wilhelm hat das durchbrochen. Das hat auch den Diplomaten keineswegs gefallen. Die geölte Maschine, Diplomatie kam dadurch ins Stocken. Und kommt auch hinzu, dass der Kaiser nicht immer sehr diplomatisch war. Das muss man sagen. Aber in Sachen dieser Orientpolitik war er eben doch diplomatisch und interessiert. Ein Leben lang interessiert, also solange er Kaiser war. Das muss man sagen. Und hat sich unterrichten lassen. Der Wilhelm II. Blieb trotzdem Wilhelm II. Das muss man ganz klar sagen. Je farbiger die Berichte der Botschafter waren, desto mehr hat ihn das begeistert und interessiert. Das merken Sie an den Randbemerkungen. Je trockener die Berichte waren, desto mehr schwand das Interesse des Kaisers. Aber naja, gut, das ist so. Und
dass er doch sensibel sein konnte, das hatte ich eben schon gesagt. Und als 1909 Abdülhamid II. Dann endgültig abgesetzt wird, da schwindet dieses ganz starke persönliche Interesse Wilhelms II. Es bleibt erhalten auf einer interessierten Ebene, aber es ist nicht mehr so intensiv. Er lässt sich weiter unterrichten, aber da gibt es dann schon eine Zäsur. Und der Erste Weltkrieg, das ist dann ein ganz besonderes Feld. Herr Tapka hat ja eben schon gesagt, diese Dardanellenschlacht als eine der ganz wichtigen. Alle Türken, zumindest in meinem Alter, habe ich festgestellt, wissen, Sie sagten es ja auch, sehr viel darüber im Gegensatz zu den Deutschen. Aber das muss man auch erklären damit, dass der General Liman von Sanders, der deutsche Kommandierende der, ich weiß nicht, der zweiten osmanischen Armee, glaube ich, dass der jüdische Vorfahren hatte. Der Großvater hieß noch Herr Liebmann und war Kaufmann in Halberstadt. Und die Nazis, die dann nach 1933 ja doch eigentlich sehr viel was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hatten, sehr stark in den Fokus rückten, haben dafür gesorgt, dass dieser General, der auch schon tot war zu diesem Zeitpunkt, dass der nicht mehr erwähnt wird. Der passte nun ideologisch überhaupt nicht da rein. Und das führte dann dazu, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Liman von Sanders und die Leistungen der Osmanen in dieser Dardanellenschlacht in Deutschland überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Das weiß heute niemand mehr. Sie sagten es ja eben auch schon. Also das ist nur so nebenbei. Aber kehren wir doch nochmal zu Ihren Fragen zurück. Ja, es würde mich interessieren, dem Publikum zu berichten, was haben Deutschland und das Osmanische Reich gemeinsam unternommen? Was war der Unterschied in den Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich im Verhältnis dazu, wie andere Mächte jener Zeit sich gegenüber dem Osmanischen Reich verhalten haben und auch vom Osmanischen Reich in Richtung jetzt der anderen Mächte? Darf ich kurz noch die Frage nur von einem anderen, ein bisschen anders formulieren? Man hat, glaube ich, ab 1830, 1840 vom kranken Mann am Bosporus gesprochen. Richtig, das stimmt. Ja, aus westlicher Definition krank, weil ich würde jetzt einmal ganz frech sagen, war überhaupt nicht krank, der wurde nur krank geredet. Richtig, stimmt. Und vom Westen her wurden sehr viele Medizinen vorgeschlagen, den wieder zu gesund zu machen, den kranken Mann. Und wie ist das irgendwie, hat Deutschland geholfen oder versucht zu helfen, im Gegensatz von anderen Westmächten oder Russland, sozusagen das Osmanische Reich zu modernisieren? Das ist ein toller Hinweis. Ja, das ist eine wichtige Frage. Deutschland, Herr Schapka hatte ja mehrfach schon Moltke erwähnt, Deutschland hat, also Preußen und dann auch nach 1871 das Deutsche Kaiserreich, erstmal versucht, über Militärreformer die Armee des Reiches zu modernisieren. Das machten auch andere europäische Mächte, die entsandten auch Reformer, die Franzosen und so. Aber die Deutschen waren da sehr intensiv vertreten und eigentlich auch nicht ohne Erfolg, muss man ja sagen. Ja, mit großem Erfolg. Eben, das wissen Sie besser als ich als Militär. Und dann, darauf zielt ja auch Ihre Frage ab, Herr Seid, eben, dann diese ganze technische Entwicklung. Der Ingenieur, Herr Schapke, weiß das auch dann im Einzelnen wieder besser. Eisenbahnbau, der Bau der Bagdadbahn. Die anderen europäischen Mächte bauten auch Eisenbahnen. Die Franzosen im Nahen Osten, Alexandrette und dann Richtung Palästina. Ja, die anderen Mächte haben die Bagdadbahn wieder gesprengt. Genau, also die anderen, dann nachher wurde die Bagdadbahn zum Teil zerstört, richtig. Die Russen wollten im Kaukasus eine Bahn bauen, fanden das aber dann bedrohlich für die eigene dortige Bevölkerung, das mochte man nicht. Richtig. Aber die Deutschen haben dann eben diesen Eisenbahnbau vorangetrieben, das ist eine ganz wichtige Sache, nicht nur die Bagdadbahn. Und Abdülhamid II., der Sultan, der gilt ja in unserer Geschichtsschreibung heute, eigentlich kann man sagen, in der sowohl in der englischen Geschichtsschreibung und in der deutschen ohnehin, als rückständiger Reaktionär und Verhinderer von Reformen. Das ist eben absolut nicht der Fall gewesen. Der Sultan war sicherlich ein gläubiger Mensch, Kalif, ja, der das Kalifat neu belebte. Aber ansonsten war er schon ein sehr reformorientierter Herrscher. Das sehen Sie daran, dass er zu seinem Regierungsjubiläum die Hedjasbahn bauen ließ.
die dann also die Gläubigen nach Mekka transportieren sollte. Waren, ja. Nicht nur, das war Militär auch, aber eben auch die Gläubigen. Und da bediente er sich des Eisenbahnbaus, also sehr modern. Und die Deutschen schickten auch Ingenieure, Techniker, um das zu bewerkstelligen. Nicht? Das ist so eine Sache zum Beispiel, wo sie das deutlich merken. Ich meine, da muss man sagen, sie fielen ja auf den kranken Mann am Bosporus ab. Das ist eine ganz schwierige Frage zu sagen, wann wurde der von den europäischen Mächten krank geredet, die ja in der Tat ein Interesse daran hatten, das Reich zu schwächen, um es nach Möglichkeit zu beherrschen oder noch besser aufzuteilen. Oder aber wo war der Reformstau wirklich so erheblich, dass das Osmanische Reich eben auch von innen durchaus dringend reformbedürftig war. Das ist eine Mischung aus beidem. Aber man darf eben überhaupt nicht verkennen, dass die europäischen Mächte mit Freude da rein regierten und zum Teil absonderliche Vorschläge gemacht haben, wie man die osmanische Regierung jetzt letztlich dominieren kann, indem man Kommissionen einsetzt, um bestimmte Entscheidungen zu fällen. Wie heute bei uns. Ja, ja, ja. Heute sind wir der kranke Mann von Europa und passiert genau dasselbe. Jeder hat tolle Vorschläge und wir sind so doof und machen das dann auch alles. Ja, nicht, dass es heute kommen diese Vorschläge aus Brüssel, muss man dann sagen, nicht? Und das ist so ähnlich, naja. Supranational. Und von der Wall Street. Und davon, ja. Das war dann im Osmanischen Reich anders, aber auch nicht so ganz. Vielleicht haben Sie schon gehört von der Verwaltung der Staatsschulden im Osmanischen Reich, der sogenannten Debt Publique. Das Gebäude der Reichsschuldenverwaltung kennen Sie alle aus Istanbul. Das ist nämlich in der Altstadt gelegen, ist heute ein Gymnasium, großer neo-osmanischer Bau. Und die Deutschen kennen das als Kommissariat von Kommissar Özikin. Von diesen Istanbul-Krimis. Das war die Reichsschuldenverwaltung. Und das war ein, also aus europäischer Sicht, geniales Instrument, denn die Mitglieder der Reichsschuldenverwaltung waren alle aus den europäischen Mächten. So, ich kann Ihnen die Zahl jetzt nicht sagen, ich habe es hier geschrieben. So und so viele Deutsche, so und so viele Engländer, Franzosen, Russen, die bildeten die Reichsschuldenverwaltung. Und das war ein ganz wichtiges Gremium, mit dem man nämlich die Finanzen des Reiches kontrollieren wollte. Es hatte auch durchaus positive Effekte, aber das ist so etwas, um da rein zu regieren. Es wäre in heutiger Zeit unvorstellbar, aber das war damals so. Es wurde auch jetzt der Bau der Bagdad-Bahn erwähnt und das war ja mal ein bisschen ein Rückschlag in der, deutsch-osmanischen Beziehung, weil als Sultan Abdulhamid erfahren hat, dass die deutschen Ingenieure ohne das bekannt zu geben, nach Bodenschützen gesucht haben, während sie die Bahn gebaut haben. Das war also ein bisschen ein Rückschlag in der Beziehung. Der Sultan war beleidigt. Aber nur ganz kurz. Ja, das ist einmal aufgedeckt. Wie hat sich das wieder gebessert? Na, indem der Kaiser und die Reichsregierung die sofort entlassen hat, man sich damals entschuldigt hat. Also das war eine offizielle Entschuldigung. Ja, ja, das wäre heute würde man das ja erleuchten. So. Vielen Dank, wenn ich das beantworten darf. Das ist ja etwas, was diese Beziehung so wertvoll gemacht hat. Das hat man erkannt, das war schlecht, das war Mist, das geht nicht, das war Diebstahl. Und hat sich dann über den Botschafter, das weiß ich immer, auf jeden Fall, man hat sich formal entschuldigt und diese Leute wurden alle ausgetauscht. Also das war nur eine ganz kurze Zeit und das wurde schnell sogar von deutschen Kommissaren aufgedeckt oder beim Seehandel, dass da was schief ging. Und dann hat man sich bei der türkischen Regierung hochoffiziell, ja, ich glaube, den Botschafter entschuldigt. Also, wenn Sie sowas interessiert, das können Sie im Buch nachlesen. Das ist ein insofern tolles Buch, weil es ein kombiniertes ist. In Papier, Sie können es alle anfassen, aber hinten ist ein QR-Code drin und da können Sie im Internet dann die politischen Aufzeichnungen Abdulhamids II. Lesen. Die habe ich übersetzt aus dem Französischen. Die sind 1914 in der französischen Schweiz erschienen, heißen wie Bismarcks Erinnerungen, nämlich Gedanken und Erinnerungen, so hat der Sultan das auch genannt, sicherlich nicht ohne Grund. Bismarck und er schätzten einander sehr. Und da können Sie das auch nachlesen. Er hat diesem Faktum, dass die Deutschen da Bodenschätze suchten, einen Tagebucheintrag gewidmet und schreibt, also jetzt muss man aber dem Kaiser und der Regierung in Berlin mal auf die Finger hauen. Richtig. So geht's nicht. Ich bin ein souveräner Herrscher und wir sind ein souveräner Staat. Und Herr Czapka sagte es war genau so, der Botschafter musste dann offiziell eine Entschuldigungsadresse. Hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht, ja. Musste das dann offiziell
verkünden. Also, da, das stellte man schnell ab. Ich habe es vorhin auch gesagt, als wir draußen saßen, auch solche Fantasien von den liberal-konservativen im Kaiserreich, die dann irgendwann anfingen, man müsste jetzt die Gehesküste deutsch besiedeln, weil die ja schon herrenlos ist oder so. Also solche Sachen, das hat die deutsche Regierung doch sehr lange abgebogen. Schlusswort. Halb zehn. Ja, wir haben gesehen, es gab in der damaligen Zeit sehr tiefe Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich. Es gab sehr viele gemeinsame Projekte. Es gab eine Zugewandtheit zueinander, auch unter den Herrschern persönlich. Und nicht zuletzt haben die Gemeinsamkeiten, die damals gelegt wurden, die dann wieder zur Kriegsbrüderschaft geführt haben, so tragisch und unglücklich dieser Weltkrieg entstanden und dann auch verlaufen ist. Aber so hat man doch auch eben dann Seite an Seite gekämpft. Und danach auch sind diese Beziehungen weitergegangen und haben bis in die moderne Zeit getragen, sodass man schließlich, als dann in der modernen Bundesrepublik Arbeitskräfte gebraucht wurden, aufgrund dieser Beziehungen auf alter Zeit, die zum Teil auch auf persönlicher Ebene noch bestanden, sich dafür entschieden, türkische Gastarbeiter nach Deutschland zu holen und deren Nachfahren heute hier als Mitbürger unter uns leben. Und wie Herr Czapka-Volker das vorhin auch richtig gesagt hat, wenn man über die Straße geht und miteinander umgeht, diese Zugewandtheit, Die können wir heute noch feststellen. Ja. Was uns ein wenig irritiert, ist, dass auf politischer, medialer Ebene eine Distanz entsteht zwischen den Staaten, obwohl wir doch kann man sagen, mit der Türkei eine Art Schicksalsgemeinschaft sind. Es ist eine europäische Macht, geostrategisch und auch aus der Geschichte heraus sind wir verbunden. Es ist nicht, ja, aber irritieren ist zu wenig. Da muss man den Mund aufmachen, auf die Straße gehen und laut schreien. Ich bin ein Mann der zarten Töne. Ja, jetzt nicht. Jetzt, bitte, ich hätte gern von jedem noch ein Schlusswort. Ja, na vielleicht, wir sind ja schon ein eingespieltes Team, Herr Czapka und ich. Vielleicht machen wir das Schlusswort so ein bisschen gemeinsam insofern, dass wir beide was dazu sagen. Mir fällt nämlich Folgendes ein dazu, dass diese vor 60 Jahren die Gastarbeiter kamen. Nein, andersrum. Herr Czapka hat es vorhin schon mal gesagt, wir haben heute von unserer Geschichte so gar kein Bewusstsein mehr, keine Vorstellung. Das können Sie in ganz viele Bereiche tragen, dass diese Gastarbeiter vor 60 Jahren kamen, das hat ja eine politische Vorgeschichte und zwar nicht die, dass damals eine deutsche Regierung beschlossen hat, dass sie kommen, das meine ich nicht. Das ist mir deutlich geworden, ich habe so seit 15 Jahren ungefähr immer mal wieder Erwachsenenbildung gemacht zu diesen osmanisch-deutsch-türkischen Themen. Und da ist mir verschiedentlich aufgefallen, da sitzt auch ein Zeitzeuge jetzt neben mir, der wird das gleich sagen, dass dann, wenn das Fragen gestellt werden konnten und so weiter, ältere deutsche Ingenieure zum Beispiel kamen oder Ärzte und gesagt haben, ja wissen Sie, ich bin ja in den 50er Jahren in die Türkei gegangen, als Wasserbauingenieur, als Arzt oder so. Ich habe meine Frau da kennengelernt und so. Und wenn ich dann gefragt habe, ja warum sind Sie denn da hingegangen? Dann haben die häufig gesagt, ja mein Meister, mein Professor, die haben gesagt, wisst ihr, ich war vor dem Ersten Weltkrieg als junger Mann im Osmanischen Reich. Die Türken, das ist ein tolles Volk, geht da mal hin. Die
freuen sich, die brauchen auch Hilfe, aber das war toll, das muss man fortsetzen. Dieses Bewusstsein ist uns heute völlig verloren gegangen. Andersrum habe ich das auch erlebt bei Veranstaltungen in Berlin, dass dann mittlerweile Berliner kamen mit türkischen Wurzeln, die dann gesagt haben, ja, als ich, weiß ich nicht, 1965 oder 70, als ganz junger Mann nach Berlin gekommen bin, da hat mein Vater gesagt, das machst du richtig. Ich sollte 1914 als Lehrling nach Berlin kommen. Da gab es nämlich ein Lehrlingsheim für osmanische Lehrlinge im Grunewald, weiß heute kein Mensch mehr. In der Friedrichstraße in Berlin, also unter den Linden, gab es ebenfalls so eine Wohnstätte. Das weiß heute kein Mensch mehr. Da sagten mir diese Männer auch. Und da haben unsere Väter gesagt, ja, wir hätten da hinkommen sollen. Der Erste Weltkrieg hat das verhindert. Einer sagte mir, ja, mein Vater ist 1912 dahin gekommen. Der wurde in Berlin Schuster. Und der hat gesagt, du musst auch nach Berlin gehen. Das ist richtig. Und dieses historische Bewusstsein, das ist uns verloren gegangen. Und Sie sagten ja auch, Sie waren doch auch in der Türkei vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder 50 Jahren. Bernd, darf ich das so erzählen? Ja. Also zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die vielen wunderbaren, also nicht nur für Ihren Grundsatzvortrag, sondern für die vielen, vielen schönen Denkanstöße, die uns gefehlt haben, die das aber heute Abend wunderbar ergänzt haben. Und das ist tatsächlich, damals haben die Universitäten zusammengearbeitet, die Städte haben zusammengearbeitet. Und auf diese Art und Weise bin ich, 1972 war ich in der Türkei, bin in die Weltgeschichte mit meinem Namen eingetragen worden, weil die Universität in Braunschweig den Auftrag hatte, die alte historische Wasserleitung vom Bergerbau zu suchen. Die haben wir natürlich auch gefunden, weil diese Doktoren, diese völlig ahnungslosen Menschen, die wussten weder, wo Nord noch Süd ist und wo es Wasser gab. Aber ich als Panzerkommandant habe die dann immer vom Untergang, vom Verdursten gerettet. Und jetzt kommt die schöne Geschichte. Unser Professor war Weltkriegskämpfer natürlich, also der Institutsleiter. Es war ein tolles Team, da ist ein Buch drüber geschrieben, ist wirklich in die Welt, weiß ich, welche Weltliteratur der Erfindung. Und eines Tages kommt ein tobender Professor hinter mir, ob ich völlig krank bin und zu lange in der Sonne gestanden habe, ich wäre ja völlig falsch. Da sage ich, Herr Professor, ich stehe hier auf einem Fundament. Kann nicht sein. Und so, dann schwärmten die, haben die mich da 4-5 Stunden alleine gelassen. Zum Glück hatte ich noch so eine kleine Flasche Wasser. Und dann haben wir durch sofortiges Nachmessen rausgeholt, durch einen glücklichen Umstand stand ich tatsächlich auf einem Fundament eines Aquäduktes, das durch ein Erdbeben eingestürzt war. Und dann haben die Römer die Leitung 100 Kilometer weitergebaut. Wir sind bis zur Quelle gegangen. Und das Schönste war, wenn wir dann mittags als Deutsche auf türkische Dörfer kamen, dann kamen die alle zusammengerannt und haben gesagt, das sind Deutsche, die arbeiten hier. Das war für die unvorstellbar. Und ich bin trinke ich sehr gerne Bier, aber das schönste Wasser habe ich dort in der Türkei getrunken. Das war bei 45 Grad Hitze, es kam dann aus den Brunnen und hat wunderbar geschmeckt. Dann haben wir Obst gekriegt und Gemüse gekriegt. Das stimmt aber, das war ein Verdienst der Universitäten, die damals auch schon voll miteinander arbeiten. So, und jetzt mache ich, weil ich kann nicht mehr reden, Sie sind erlöst, ich kann nicht mehr reden. Und jetzt mache ich immer dasselbe, was ich immer mache. Ich wünsche Ihnen allen, den Christen unter Ihnen, natürlich frohe gesegnete Pfingsten und Ihnen sonst, was ich dir ja auch mal wenigstens jedes Wochenende wünsche, mit herzlichen Grüßen an Scheich Baudin, Gottes Segen und preußisch-osmanisches Fortune auf allen Wegen und danke, dass wir hier sein dürfen. Zum Abschluss, lieber Albert Effendi, bitten wir dich noch um ein kleines Schlusswort. Und bir tercüman gelsin buraya. Ich werde Türkisch reden, damit die Türken auch hier verstehen. Und er wird mich inshallah übersetzen. Inshallah ist jetzt also auch auf Deutsch, weißt du. Habe ich verstanden. Ja. Alhamdulillah, habe ich auch verstanden. Alhamdulillah, jetzt kommt die nächste Sprache. Maşallah. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ben burada Bay Şapke'yi ve Historica ve Auto, yani tarihçi Weiberg'i, onları burada olduklarından dolayı takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. Buraya geldikleri ve zahmet ettikleri için. Zunächst einmal möchte ich mich bei Herrn
Czapke und Herrn Weiberg bedanken, dass ihr hierher gekommen seid und diesen Aufwand auf euch genommen habt. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Kendileri hakikaten yani bu ömrümde gördüğüm en kibar, en asil, en edepli, hakikaten adab, usul, kültür nedir hepsini bilen ve ona göre yaşayan ve insanlara onu sergileyen ender şahsiyetlerdendir yani. Bunu herkes de göremeyiz. Bir belki Jürgen Efendi de görürüz. Bir de bu iki muhteşem zatta görebiliriz. Biz bunları gördük, yaşıyoruz ki onların nasıl insanlar olduğunu ben çok yakından biliyorum ve takdir ediyorum. Also ich kann sagen, ich habe selten Menschen gesehen, die so ehrenvoll sind und so ein hohes Benehmen an den Tag legen und dann auch noch so eine extreme kulturelle Bildung haben. Vielleicht gehört noch Jürgen Efendi zu dieser Kategorie, aber ansonsten ist das etwas, was wirklich sehr, sehr selten ist und sehr hoch von mir geschätzt wird. Aynı zamanda Viyana'dan sevgili kardeşimiz Hamza Efendi için teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiler. Hakikaten büyük hizmet ettiler. Und auch Hamza Efendi, dass du den weiten Weg hierher gemacht hast, auch eine große Hizmet. Vielen Dank. Ve Forşantımız Haşim Efendi'ye de teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı ve desteklerinden dolayı. Und ich bedanke mich auch bei unserem Vorstand Haşim Efendi für deine Mühen und deine Beiträge. Ve ayrıca burada hizmet eden, bu kadar bizim meşakkatimizi yüklenen kardeşlerimize, bacılarımıza da teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Und alle, die hier hizmet machen, die hier einen Dienst erweisen, auch an euch, vielen Dank. Şimdi bu bölümü geçtikten sonra bir kısaca meseleye değinmek istiyorum. Burada birkaç konulara, birçok konulara Osmanlı, Alman, Prusya, Türk konularına değinildi. Hepsini takdirle dinledik. Hakikaten yani muhteşem konulardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Fakat çok konuşuluyor, anlatılıyor ama o anlatılanlar ve konuşulanların harekete geçirildiği bir an görmek istiyoruz. Yani o konuşulanlar bir harekete geçme mecburiyeti olan konulardır. Eğer harekete geçiremezsek, o konulara hayat veremezsek niye konuştuk, niye anlattık? Und hier wurde viel über osmanische und preußische kulturelle Ereignisse gesprochen. Es war sehr, sehr spannend und vielen Dank für diese Themen. Aber es gibt eine Sache, die ist wichtig. Und zwar, wann schaffen wir es, diese Themen auch tatsächlich umzusetzen und Aktionen daraus abzuleiten? Und dazu möchte ich einladen. Bu sebeple önemli olan çok konuşmak değil, çok anlatmak değil, o anlatılanları, o konuşulanları harekete geçirmektir. Ve bizim için önemli olan ister Alman topluluğu olsun, ister Türk topluluğu olsun, isterse diğer topluluklar olsun. Kültürünü, kendine ait olan kültürü ve değerleri yeniden hayata geçirmektir ve bunun için gayret etmektir. Deshalb ist es neben all den Worten wichtig, hier auch tatsächlich Taten umzusetzen. Und völlig egal, ob es eine deutsche Kultur ist, eine türkische Kultur oder eine ganz andere Kultur. Wichtig ist, dass wir die Kultur, die wir haben, die unsere Vergangenheit prägt, jetzt in Aktivitäten umsetzen. Çünkü kültürünü kaybeden topluluklar diyor, milletler ve devletler batmaya mahkumdur diyordu bizim büyük şeyimiz. Ve bunu da biz dünya çerçevesinde, topluluklar içinde, devletler içerisinde yaşıyoruz ve görüyoruz kültürlerin nasıl çöktüğünü, yerle bir olduğunu ve yeni yetişen gençlerin de o kültürden bir haber olarak yetiştiğini ve kendi kültüründen habersiz olduğunu. Denn unsere Kulturen sind es wert, gesehen zu werden, sagt unser Scheich. Und wir sehen, wie unsere Kulturen zugrunde gehen. Und die Jugend heutzutage, sie lebt diese Kulturen nicht mehr. Und darum ist es unsere Aufgabe und unsere Pflicht, sie wieder zum Leben zu erwecken. Şimdi öyle bir yaptılar ki, Kültür diye sadece işte Kaiser Wilhelm'in Şarlatanburg Sarayı, ne bileyim Türkiye'de Dolmabahçe Sarayı, bunun gibi tarihi yerler hepsi kültürdür. Bunlar ama cansız kültürler. Bize yaşayan kültür lazım, canlı kültür lazım. İşte bunu nasıl ayağa kaldırabiliriz? Und wenn wir uns in Deutschland so ein bisschen umgucken, dann sehen wir natürlich Kultur. Wir sehen zum Beispiel ganz viele Schlösser. Auch sie sind Teil dieser Kultur und sie repräsentieren Kulturen. Mhm. Aber das ist tote Kultur. Ja. Kultur, die nicht gelebt wird. Und wichtig ist, dass wir lebende Kultur wieder auf die Beine stellen. Stimmt. Canlı kültür nedir? Bizim gerçek
yaşayan kültürlerimizi nerede, nasıl, ne şekilde bulabiliriz? Aber was ist lebende Kultur und wie schaffen wir es, diese lebende Kultur zu finden und wieder auferstehen zu lassen? Öze dönerek. Öze, kendimize dönerek. Hakikatimize dönerek. Indem wir uns selbst und die Wahrheit in uns selbst wiederfinden. Yani aslımıza dönerek. Also das Wahre in uns wieder hervorbringen. Ve bunun için önce biz araştırmamız lazım. Biz kimiz? Kimdik? Und deshalb müssen wir herausfinden, wer sind wir und wer waren wir. Ja. Onun için bu ırkçılıkla, milliyetçilikle alakası olmayan bir mesele. Bu insanın kendi değerini yeniden bulup yaşama, hayata koymasıdır. Bunu yapmadığımız müddetçe biz Amerikan kültürüyle, Rus kültürüyle, Arap kültürüyle, bilmem ne kültürüyle veyahut da kültürsüz bir şekilde, karma karışık bir kültürle kendi kültürümüzün dışında, kendi yani benliğimizin dışında bir yaşam sürerek kaybolup gideriz bu dünyada. Und das ist nicht Rassismus. Es ist völlig in Ordnung, uns selbst wiederzufinden und die Kultur in uns zum Leben zu erwecken. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir in einem kompletten Durcheinander, in einem Chaos und dann verlieren wir uns selbst. Kişiliğini kaybeden bir kişiden bir kişilik beklenemez. Und ein Mensch, der sich verloren hat, der ist nicht mehr menschlich. Stimmt. Seine Ware ist verloren. Seine Ware ist. Bu sebeple biz burada niye toplandık? Burada birkaç tarihsel hikaye anlatmak için toplanmadık. Biz burada bu konuşmanın dışında ne yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Birlikte neleri ayağa kaldırabiliriz? Onu görüşmek için toplandık. Weshalb haben wir uns heute hier versammelt? Nicht um nur historische Daten aufzusagen, sondern um zu gucken, was können wir machen? Was können wir gemeinsam auf die Beine stellen? Şimdi burada baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane yaşlı adam duruyor. Also wenn wir jetzt auf die Bühne gucken, dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 alte Männer. Nur die Hülle. Elhamdülillah. Ama siz bu 5 yaşlı adamın neler yapacağını, gençlerin yapamadığını yapacağını izleyeceksiniz. Aber ihr werdet etwas beobachten. Ihr werdet sehen, dass diese alten Männer etwas schaffen werden, was all die jungen Männer nicht schaffen werden. Çünkü bu gençlerde o kültürel ve asli hüviyetler kaybolduğu için yine biz yaşlılardan devam ettirilecek bu mesele. Denn weil diese kulturellen Werte in der Jugend heutzutage verloren gegangen ist es wieder die Aufgabe von uns alten Männern, sie wieder zum Leben zu erwecken. Onun için biz diyoruz ki Alman olalım, Türk olalım, ister Arap, ister Çerkez olalım. Kültürümüzü, bize has olan kültürü, bize ait olan kültürü yeniden bulup, yeniden ayağa kaldırıp, yeniden yaşama sürmektir. Deshalb völlig egal, ob wir Deutsch, Türkisch, Arabisch oder sonst was sind, wir müssen unsere Kultur wiederentdecken und zum Leben erwecken. İnsanlar kültürleriyle ayakta durur. Kültürünü kaybeden, kendini kaybeden kişidir. Die Menschen bleiben am Leben durch ihre Kultur. Wer ihre Kultur verliert, verliert sich selbst. Onun için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki herkes beni çok iyi anladı. Bilhassa büyük abimiz diyelim. Volkan Efendi, Bayberk Efendi. Bunlar benim ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Ve diyoruz ki inşallah bundan böyle konuşmadan, anlatmadan öteye değil de daha da ötesine. Yani hayata sürmeye, hayata geçirmeye doğru adımlar atalım. Und deshalb nochmal vielen Dank an meine großen Brüder hier und lasst uns nicht nur es bei den Worten bleiben lassen, sondern lasst uns weitergehen, in die Zukunft blicken und versuchen auch jetzt Taten folgen zu lassen. Herkes ölecektir. Nasıl ölecektir? Esas mesele budur. En azından adam gibi ölelim. Jeder wird sterben. Die Frage ist, wie bleiben wir in Erinnerung? Wie sterben wir? Und lasst uns als wahre Menschen sterben. Geride hayırlı eserler ve başarılı hizmetler bırakarak ölmekte fayda var. Und es ist immer etwas Gutes, wenn wir große Dinge und Dienste hinter uns lassen. Teşekkür ediyorum. Ich danke euch herzlich, dass ihr da wart. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi kafeterya tarafına gidip orada insanlar biz şimdi akşam namazını kılacağız burada.
Diğerleri kafeterya tarafına geçebilirler. Kahvelerini içebilirler rahatça. Oraya geleceğiz biz de arkadan. Teşekkür ederiz. Danke schön.